Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einer gepflegten Runde Max Payne 3. Wir sind kurz davor, hier unsere kleine Schnalle zu befreien. Aber der Weg wird noch weit sein, denke ich mal. Und überall sind hier diese bösen, bösen Verbrecher. Die hier nämlich. Und da hat eine Leuchtrakete gesendet. Wow, 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 wow. Was mit Sicherheit bedeutet. Dass hier gleich Verstärkung anrollt, wenn das nicht sogar schon das Boot war gerade. Okay, das Boot ist auf jeden Fall schon mal weg. Oha, ich hoffe, wir schaffen das hier einigermaßen adäquat. Hoffe, wir kommen somit hier so ein bisschen über die Runden. Und da hinten ist jetzt richtig der Teufel los. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen am besten. Aber die sind schön weit weg. Das heißt, hier mit meinem Gewehr kann ich da echt ordentlich was wegrotzen. Wird ja auch nicht so viel getroffen, das ist super. Er lebt auch noch. So, zack. Achso, ich dachte, da explodiert was, aber leider nicht. So, einmal nachladen hier schnell. Okay, hier in dem Häuschen war auf jeden Fall die gute Dame. Jetzt schauen wir mal, ob hier vielleicht noch eine goldene Waffe drin ist irgendwo. Nee. Sieht leider nicht so aus. Aber ist auch nicht schlimm. Okay, wir nehmen nochmal ein bisschen Schmerzmittel hier. Und jetzt wartet hier eigentlich nur dieses Boot darauf, von uns gefahren zu werden. Hier noch mehr Munition, noch mehr Munition. Ja, aber irgendwie können wir das Ding nicht steuern. Also was soll's, müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ach, da, ich sehe schon. Durch die Tür hier natürlich. Denke ich mal. Also ich hoffe es. Jo. Jo, das haben wir erwischt hier. Tolle Effekte natürlich wieder. Wir schleichen uns mal ein Stückchen weiter. Lebt er noch? Nee, gut. Alles klar, einmal nachladen, Max. Und da kommen sie schon wieder. Okay, der ist auch weg. Ein bisschen Munition haben wir ja noch. Und wo schießt es denn, wollte ich sagen? Hier auf dem Boot hängt der Lappen. Unglaublich. Okay, weiter geht's, Max. Weiter geht's. Hier gibt's schön auf die Fresse heute, Jungs. Und zwar nicht für mich, sondern hier für die Mexikaner. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Deckung. Boah, Alter. So, kurz nachladen. Der liebt ja immer noch hier. Der Lump. So, okay. Jetzt wird die Munition schon ein bisschen knapper. Hier liegen noch ein paar Drogen rum. Können wir gleich mal wieder was saufen hier. Was wegschnabulieren.
So, wieder ein bisschen Munition gefunden. Das ist gut, denn ohne diese mächtige Waffe wird schwierig. Aber mit diesem Sturmgewehr ist es natürlich richtig nice, hier sich so den Weg zu bahnen. Oh, wo sind sie? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ach, da. Okay. Komm schon vor. Und die physikalischen Effekte sind halt auch nice. Wie man hier echt so die Bretter wegballern kann. Und auch nicht nur die Bretter, sondern es sind auch noch viel mehr Effekte. Zum Beispiel kannst du hier Löcher in die Wände rotzen und so weiter. Boot sollte gleich mal explodieren da hinten eigentlich. Also ich habe da so den Bootsführer auf jeden Fall schon mal platt gemacht. Egal. Wir haben jetzt hier unsere tollen Drogen wieder reingeschmissen. Das heißt, wir sind eigentlich schon wieder ganz fit. Bäm! Schön in die 10 reingetroffen, in die 0. War natürlich auch so von mir erzielt, gezielt, abgezielt, abgedrückt, erschossen. Weggerotzt. So, Max, mach auf das Türchen. Und da ist sie und wir kommen natürlich wieder ein Ticken zu spät. Und da kommen wir jetzt natürlich auch nicht hinterher. Und da explodiert gleich was? Scheiße! Spring! Shit. Tja, Max, da hast du wieder Kacke gebaut. Ach, und jetzt kommt Moritz an, oder was? Max! Max! Ist alright? Kommt immer ein Ticken zu spät. Kannst ja nichts machen. Trotzdem ärgerlich. Okay, okay, don't worry, hang on. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident jump and gone into the jungle alone. Oh, und jetzt geht's hier nochmal. Oh, fuck off. Auf dem Schiff los. Mit Speedbooten. Ich sehe auch gerade gar nichts. Ich scheine jetzt zumindest unbegrenzte Munition zu haben, was auch super ist. Das heißt, wir müssen uns das nicht großartig einteilen. Was ein Speedboot hier, verdammt. So, jetzt Moritz, tritt auf die Tube. Hier den alten Schiffkutter, den wir ja wohl hier überholen, oder nicht? Oh, und da kommt wieder was Tolles geflogen.
need to get past that decoy boat. Jo, ich glaube nicht, dass wir das schaffen, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen hier. Unser Boot ist fast breit. Jetzt die Knarre schon wieder zu heiß hier. Und da kommt schon wieder eine Granate oder was? Scheiße. Oha. So, wo sind sie, die Schweine? Die schießt doch irgendwas. Explodiert doch endlich! Na bitte! Okay, Moritz hat hier wieder ein bisschen die Hütte repariert. Ich hoffe, dass auch ein bisschen Schaden genommen worden ist. Und das ist natürlich hier so geil in Szene gesetzt alles. Trotzdem schweineschwer. Aber nützt ja nichts. Und ich hoffe, wir haben es auch gleich. Scheiße. Jetzt kommen sie wieder von allen Seiten, yo. Ja, diese Selbstmord, oh, Boots, Scheiße, ja, das war's. Da kommt man nicht durch. Tja, müssen wir uns wohl durch den Dschungel schlagen? Oder was? Ob wir Fabiana jetzt bekommen oder nicht? Das seht ihr im nächsten Part, denn es ist leider schon wieder soweit. Ich muss unterbrechen, mein Name ist CajunLP. Wir sehen uns morgen und tschüss!